So, jetzt sitzen wir hier bei dem Deutschen, der gestern beim Fernsehen war, der hat gerade hier die Blumen gezuppelt und damit erstmal ein Frühstück bestellt. Sehr nett hier. Gut aus. Wir sind in der verwinkelten Altstadt. So, das ist ein Frühstück. Alles dabei. Wie teuer war das Frühstück, Didi? 99. Das sind 2 Euro. Das hat mit einer großen Tasse Kaffee. Frisch gepresster Orangensaft. Nicht schlecht. Oh, erzähl, was hast du gesehen? Das waren Touren. Und? Ja, das normale, ne? Durchsuchte Elefantenreiten, Trekking, durch Tanjung, Langali, Chiang Rai, Chisa Rai. So. ZDF, voller Quatsch. Wie man vorhin sehen konnte, sind die Mädchen ja nicht nur fürs Übliche zuständig, sondern auch als Altenpflegerin und Stütze fürs Leben. Eieiei. Jetzt sind wir in der Altstadt, wieder in der Altstadt. Mit wunderschönen Ecken, kleine Gästehäuser. Mit annehmbaren Preisen. Die sind auch meist gut ausgebucht. Ja. Also hier ist die Jugend in der Altstadt. Bücher in allen Sprachen. The Britannia. Air Condition. Hot Shower. Grace House. 200 Baht, 4 Euro die Nacht.
Greenhouse. Da ist eine Bambusleiter. Hält. Auch ein schönes Gästehaus. Hunderte. So, das ist einer der zwei Busbahnhöfe von Chiang Mai. Hier gehen die großen Linien ab nach Bangkok, nach Kambodscha, nach Laos und überall hin. Sowas gibt es in Deutschland ja nicht mehr, ist ja verboten, Busse so weit zu senden, um die Bahn zu schützen. In Deutschland gibt es keinen Bus von Gelsenkirchen nach Hamburg oder nach München. Ja, hier gehen die Busse ab und dann stehen hier die Taxen, um die Leute mitzunehmen. Karton. Lampoon. Da sind natürlich auch herrliche Busse bei. Der fällt ja bald auseinander hier. Wo geht der hin? Nach Tianjin? Ei. Der hat wunderschöne Korbmöbel hier. Elegant. Hier ist die Rajabai Universität. Eine von, weiß ich nicht, 30, 40 Fakultäten hier in ganz Chiang Mai verteilt. Kommen die Studenten raus. Ja. Und der arme Hund hier, der will über die Straße. Ei, ei, ei. Wir kommen nicht vorbei, ich helfe dir jetzt mal. Nee. So. Max, er geht mit dir? Ja, ja, der hat aber dann Hinterbeine. Ei, ei, da die Dackellähmung. Ja. Wir haben einen Vorwurf gemacht.